Hab ich mir überlegt, eigentlich müsste ich ja hier oben noch eine Plattform aufbauen. So, für Kaffee und Kuchen kann sie hinten setzen. Wenn sie erstmal gucken. So, das ist das da. Wo setze ich da hinten? Ist sehr, sehr kahl. Da ist noch ein bisschen kahl. Dann machen wir mal den Kahl weg. Ich sollte mich beeilen, ne? So ein ganz kleines bisschen beeilen. Komm weg! Bitte Vorsicht! Bitte ist alles bloß geliehen. So, und jetzt links und rechts wir und dann bla rund. Oh, Sauerstoff. Ich hab keinen Sauerstoff. Tada! Jetzt gucken wir uns mal die ganze Chose an. Ob sich das gelohnt hat. Schon eine nice Sache. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter mit mir, den Karbin, den Grüngestalter für den Planeten. Wir haben letztes Mal angefangen, diesen Gang zu bauen. Ich habe das schon ein bisschen weiter gemacht. Und da ist mir noch eine richtig, also vielleicht ist es ja eine gute Idee, kommen Sie mal bitte mit. Ich muss euch mal was zeigen. Ich muss mal kurz die Bäume wieder rausnehmen, weil die sind doch ganz schön groß. Also, ich konnte schon nicht mehr sehen da, deswegen muss ich die wegbauen. Also bis hierhin bin ich gekommen. Da habe ich mir überlegt, eigentlich müsste ich ja hier oben noch eine Plattform aufbauen. So, für Kaffee und Kuchen kannst du hier hinten setzen. Kannst du erstmal gucken. Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Oder was sagt ihr? Ich glaube, das könnte was werden. Und ich habe mir so überlegt, das sieht irgendwie aus, wie ihr wollt und nicht. Ich brauche da noch ein paar Abstützungen. Ich glaube, ich werde hier noch links und rechts alle 4 Meter oder so einen Balken hinstellen. Sieht zwar blöd aus, dass du hier keine Stäbe setzen kannst, außer hier die, aber ich glaube, die sehen. Wenn ich die hier baue. Ja, gut. Nicht wundern, die sollen ja auch nicht stützen, sondern die sollen ja bloß aussehen, als ob sie stützen, aber ich glaube, das bringt nichts. Die kannst du auch ja nicht übereinander bauen. Nee, sonst sieht mich hier nichts. Wo seid ihr da? Mir fehlen die dünnen Stützpfeiler. So was. Wie gesagt, dann könnte ich hier so eine Dinger ransetzen. Dann sieht es so aus. Aber gut, ich hätte sie hier unten ranbauen können, ne? Aber wenn ich das jetzt abbaue. Scheiß drauf. Es gibt ja keine Physik. Komm nicht hoch. Doch, jetzt. Dann setze ich einfach nochmal einen Block ran. Dann setze ich da noch einen ran und dann. Selber mache ich jetzt die vorne hoch. Ja, ich glaube, das mache ich so. Der Doofe ist, ich habe jetzt hier überall Material abgefarmt. Werd aber nochmal los müssen. Und hoffe, dass ich alles so kriege. Sammel ein! Und ihr bleibt liegen. Schön. Euch noch. Ich wollte nämlich gerade noch mit euch ein bisschen so für Algenproben ein paar Pötte setzen. Dass es dann mal auch in eine Pötte kommen tut. Das ist jetzt das, was ich im Schrank hatte und was ich jetzt so unten zusammengepult habe. Moment mal, ich hatte doch eigentlich auch und das Yummy und so, das Dings Zeug hier hingesetzt gehabt. Nee. Ich wollte das machen. Ich muss nämlich jetzt die Proben herstellen. Denn ich brauche ja für die Kübel Proben. Aber wenn ich jetzt Bäume bringen doch eigentlich mehr Biomasse und Sauerstoff. Müsste eigentlich mehr Ditte bauen. Aber da brauche ich auch schon wieder Düngerstufe 2. Und dazu brauche ich nämlich auch wieder die Proben. Eieieiei. Ich muss nochmal nachschauen. Also. Das ist langsam, das wächst ihnen über den Kopf. Das ist ganz schön viel, was die abverlangen. Und dann hast du hier eine scheiß Lage, alle Tier bumst und rumst und hast nie gesehen. Das ist schon hier schön, habe ich doch gesagt. Kürbisse brauche ich, dann brauche ich die Algen, aber die brauche ich denn hier auch. Hm. Habe ich denn überhaupt noch Schwafel? Ich glaube ja, Schwafel müsste ich noch haben. Was für ein Schwafel, ich sage es euch. Na gut, aber ich mache erstmal kurz hier, das brauche ich das nicht. Bin ich nochmal hoch und runter rennen. Mach ich das hier mal so. Nee, das ist falsch. Dann brauche ich. Dann habe ich mich schon wieder ein bisschen Platz.
Ah, wie gesagt, im... Naja, hier oben kann ich ja ruhig machen. Hä? Moment mal, ich hab doch... Doch, achso, hier ist immer. Da vorne ist ja immer. Da kommen die Schützer... Schützpfeiler unter. So, aber jetzt brauche ich trotzdem Wasser. Ich brauche noch ein bisschen Water. Gut, dass ich eben wegen Zeitsparen schon unten am Wasser war. Ist, gut. Wie gesagt, jeder Gang macht schlank. Guck mal. Ich will gleich mal einen Rindswirbeln. Weil ich es kann. So, Water. Ja. Da muss ich mal schnell nach hinten. Ich muss hier doch noch ein bisschen Zeug los. Ich kann ja hier an die Gas mitnehmen. Das brauche ich ja danach. Brauchst du das denn wirklich? Echt? Ja doch, brauche ich ja. Das Gas brauche ich ja für die zweite Stufe. So, ein Eisen. Wow. Kobalt. Wie gesagt, ich habe jetzt sämtliche Bohrer abgeklappert. Aber das mit den Eisen, das ist schon ein bisschen deprimierend. Also ich habe gedacht, so Eisen ist ja nun, das müsstest du ja eigentlich kriegen, noch und nöscher. Aber war dick bei den ganzen Bohrer, das war noch nicht mal eine Kiste voll. Ein Schrank, meinte ich. Das ist schon merkwürdig. So, das Schwefel war doch ja nicht hier gewesen. Das Schwefel war doch... Ah, siehst du? Jeder Griff ein Treffer. Ja, mehr oder weniger. So. Gut, ich hab so ja noch zweimal Knallpulver, also irgendwann können wir auch wieder Raketen zünden. Aber erstmal noch ein paar Bäumchen pflanzen. Aber erstmal, ich meinte die Pötte aufsetzen und dann irgendwann mal Bäumchen pflanzen. Eins von Bienen. Ich hab doch ja keinen Platz mehr. Aber ich könnte ja eigentlich, wenn ich Klee gewesen wäre und das Material mitgenommen hätte, ich hätte die hier oben hinstellen sollen. Gut, ich muss so oder so rennen. Och nö. So eine kleine Notkiste hier oben. Warum nicht gleich so? Eisen. Ja, siehst du, ist doch schon wieder fast voll. Jetzt kann die nächste wieder die ganzen Bohrer abklappern. Naja, gut, das war schon klar. Also du fängst ja vorne an, wenn du hinten an, wenn du vorne bist, kannst du hinten wieder anfangen, so rum. Gut, dann stell ich mal schnell da eine Kiste hin. Über die ich denn zigtausendmal stolpern werde. Oh. Nee, die brauche ich jetzt. Gut, dann holen wir uns mal ganz schnell die Ovahinen. Ovahinen? Vahinen? Mantarinen? Keine Ahnung. Nee, sorry. So, ich hatte ja den 2 im Schrank gehabt und 2 habe ich ja noch. Nee, Pilzwitze, nee. Pilzwitze auch nicht verbrauchen. Pilz brauchst du ja später. Apropos Pilz, ich sollte die mal kurz nehmen. Der will einpflanzen. Ihr Inventar ist voll. Ist auch voll. So. Wegen kein Platz. Nächstes Mal, dann habe ich mich hier noch, also hier noch Pilze. Never ever. Aber schon eins, wie Pilze haben wir denn? Wie gesagt, wir können uns alle nur an Zeiten erinnern, wo Pilze Mangelware war. So. Gut, dann stellen wir mal her. Eigen. Gut, dann haben wir das da. Und das muss ich denn, wie gesagt, los. Da brauchst du ja auch Eigen. Jetzt brauche ich diese Gas und Kürbisse. Und wie wir gesehen haben, Kürbisse fällt aus wegen Isni. Müssen erstmal wachsen.
Dazu muss ich das erstmal umstellen. Ui, 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 ui. Na komm. Ich brauche die Kürbisse. Bitte schön, danke schön. Kann man davon ihn zwei Stück. Und zack. Aber wie gesagt, die müssen ja dann erstmal wachsen. Naja, gut, wie gesagt. Muss ich das halt nochmal schnell rinschmeißen und dann immer nochmal los. Aber in der Zeit, wenn wir wieder zurückkommen, müssten die denn stehen. Ich werde nachher wieder sowas von suchen. Obwohl, was heißt suchen? Das ist ja hier vorne denn drin. Mit den Schwafel. Kommt nach unten. Der kommt drin in den Kopf. So. Magnesium. Alter. Mann. Orientierung des Teufels, das sage ich euch. Die Base ist jetzt auch nicht mehr die kleinste, ne? Otter, kann ich ja ruhig da rein machen. Hier habe ich ja auch noch einen. Stimmt ja. Ich sag mal, ups, das wollte ich doch ja nicht. Eigen dürfte jetzt nicht unser Problem mehr werden. Habe ich letztes Mal auch. Gut, ich sag mal lieber nichts. So, also, ich würde sagen, erstmal darin, denn darin, denn darin, denn darin und dann den. Ja, so ungefähr. Es wird jetzt ein, zwei Sekündchen dauern, tut mir sorry, aber das ist in dem Teil mal so. Wir haben hier nichts zum Rumballern, das heißt, wir müssen uns unsere Aktivitäten selbst suchen. Sollte mal hinten bei den Schwefel anfangen, wa? Wenn ich hab ja auch Mangel an Schwefel. Dann wäre das ganz gut, wenn ich das Schwefel erstmal hole. Und zwar nach vorne. Und dann, wie ihr habt, Stück für Stück nach vorne ziehen. So, da bin ich auch wieder. Mann, hat das lange gedauert. So, ich habe jetzt alle zusammen. Mehr oder weniger. Das müsste jetzt erstmal reichen. Dann krieg ich Stufe 2 Dünger hin. Es hat wirklich lange gedauert. Aber gut. Ich wusste ja, wo ich das fehlende Zeug herkriege. So. Dann stellen wir mal ein, zwei Sachen her. Ist das gerade schon? Nee, mir fehlt einfach bloß das Gas. Da haben wir ja noch mehr. Wo das herkommt, gibt es noch mehr. Ihr könntet mal auslernen. Wäre auch wahrscheinlich ja nicht mal so verkehrt. Hier ist ja noch ein bisschen was drin. Nicht viel, aber ein bisschen. So, das sind die letzten. Ups, die letzten Algen. Sonst müssen wir wieder Polen gehen. So. Wie gesagt, aber dann haben wir bloß erstmal die Kübel, aber der Rest fehlt noch. Aber erstmal haben, ne? Achso, das war's. Das war's mit den Dünger. Ah ja, gut, ne? So, okay, dann haben wir das. Dann brauche ich jetzt die Proben. Für die Proben brauche ich Wasser und Algen. Water. Und Algen. Naja, Algen habe ich ja nur ein, zwei Stück. Nicht mehr vier, aber ein paar haben wir noch. Gut, erstmal Water. Erstmal für den Eigenbedarf und dann zack, bums, dann kannst du weiter verprassen. Ja, wie gesagt. Brauchen wir bloß noch später den Mutter gehen. Dann haben wir schon wieder ein, zwei Sachen fertig. Krass, dass er drei Algen braucht. Warte nämlich schon. Mit den Algen. So, jetzt haben wir die Dünger Stufe 2, die Algen. Jetzt brauche ich bloß noch die Superligierung, die Borke. Das kriegen wir doch alle zusammen. Und da ich die Borke... Moment mal, wenn ich jetzt... Drei, ja. Dann brauche ich noch mal eine. Eigentlich Vierer, aber da fehlte noch was.
Die guten alten Pflanzen. Hast du noch immer Borke? Wir haben ja bloß 3 Proben, also 3 Borke. So, 3 Borke haben wir, dann brauchen wir noch diese Kristalle und... Wie viele Superlegionen? Ah, auch bloß 3. Zum Glück habe ich... Da hinten... Diesmal ist es besser gelaufen da hinten, da ist richtig was zusammengekommen. 1, 2. 2. Guck mal, hier sind ja noch Pflanzen drin, dann siehst du, kann ich gleich mal 2 hier hinpflanzen. Ach, da ist Nummer 3. Siehst du? Alter, Wohnwille ist auch ein Weg. So wie gesagt, ich will die Küste hier ein bisschen voll knattern. Eigentlich spielt das kein Weizer, war, wo ich dort. Also, weil das ja hier für landmäßig ist. So. Naja, gut, dann setze ich den hier hin, ne? So, und das ist das da. Wo setze ich da hinten? Ist sehr, sehr kahl. Da ist noch ein bisschen kahl. Dann machen wir mal den Kahl weg. Ja, gut. Ich sollte mich beeilen, ne? Und ganz kleine bisschen beeilen. Schon weg! bitte Vorsicht! Das ist alles bloß geliehen. So, jetzt zeig mal. Ah, da hinten? Oh, oh, oh. Das ist aber knapp. Gut, ist jetzt auch nicht so interessant. So, was brauche ich denn jetzt für die Eisen und Titanium? Eisen und Titanium. Alu ist ein Problem. Also nicht von, ich hab das nicht, sondern ich hab davon zu viel. Wollte ich bloß mal so nebenbei erwähnen. Gut, dann schmeiß ich das da unten rein, dann ist das gut. Auf jeden Fall durfte ich den Kürbis essen. Auch wenn der lecker aussieht. Das sollte ich erstmal sein lassen. Jojojo, könnten Sie mal bitte aufhören? Das ist ganz schön nicht angenehm. Dankeschön. Nächstes Mal muss ich bloß bitte, bitte sagen und ab und zu funktioniert das so ja mal. So, ne? Gut, na toll! Dennoch auf dem Kernfusionsreaktor. Vor allen Dingen auf alle Bäder. Da sind ja 2. Gut, dann schmeiß ich das darin. So, der super duper duper Klumpen. Gut, also. Da haben wir wieder 2 Pötte mehr zu stehen. Und jetzt bauen wir das da. Dann brauche ich noch ein bisschen Titan, wie gesagt. Das kriegen wir noch unter. Der alte Titan. Das wird ja auch immer weniger. Quasi ja nicht mehr vorhanden. Naja, gut, ich weiß, wo noch Titan ist, weil, wie gesagt, das war ja voll mein, nicht mein Duktus. Habe ich vorhin nicht mitgenommen. Also, müsste einfach bloß da hoch schweben. Seht, er kann schweben. Brennt ihn, er ist ein Hexer. So, und jetzt würde ich da ganz einfach so ein Stück hier rüber bauen. Wie gesagt. Und das hat ja mal wieder funktioniert. Also normal. Ja, so. Und dann würde ich hier... Ah, das krieg ich jetzt so nie ran, aber... Bald. Wie ist denn die Rundung? Ach, Kobalt. Kobalt. Bald wieder. Bald wieder. In die Tasche. Irgendwie trinken, ja gut, ich muss trotzdem was essen. Auf den leeren Magen ist Kacke. Und bitte nicht die Kürbis. Nicht den Kürbis. Das ist aber... Wenn ihr wächst, das wuchert ja jetzt richtig schon. Naja, gut.
Mut, Depp, Mut. Im Titan Weltraumkürbis. Wachsen alle so. So, dann haben wir das auch. Gut, und jetzt hat das gute alte Kobalt wieder drin in der Tasche. Und dann kicken, ich weiß aber auch noch ja nicht, wie groß, also plattformtechnischerweise. Schauen wir mal. Und da machen wir bloß ringsherum Glas und oben Deckelglas. Macht ja Sinn. Hui, ich... Ja, gut. Bringt mir da nichts, dann muss ich das hier so ranmachen. Ich hoffe, dass ich hier noch den so. Gut. Ja. War der Plan? Dasselbe nochmal hier. Ja, das war eine Drehung. Genau. Ach Mann. Ja, wie gesagt, der Bauen, das macht richtig Spaß. Die könnt mir zwar da untersetzen und das dann immer wieder abbauen, aber um einfach mal, wenn es auch kompliziert geht. So. Naja, gut, ne? So, jetzt bräuchte ich da, das ist ja, nee, das ist ja eine Zweierfläche. Gut, dann muss ich das weitermachen, so. Das war nicht schönste, wegen bitte uns. Bausystem. Naja, gut. Ist ja auch. Ups, so nicht geplant. Ich würde mal sagen. Zwei? Zwei war. Zwei ist gut. So, und jetzt links und rechts zwei und dann wieder rund. Würde ich ja sagen. Nee. Einer und dann schon rund. Weil sonst. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Keine Panik, hab's gleich geschafft. Ich schaffe mal so langsam richtigen Tasten zu drücken. Noch Sauerstoff holen. Ich hab keinen Sauerstoff. Gut. Wie gesagt, das denn nur abstützen? Ey, das wird so geil. Nee, so kopfmäßig. Tada! Jetzt kicken wir uns mal die ganze Chance an. Ob sich das gelohnt hat. So. Ja, wie gesagt, wenn die Balken nie so wären und das würde alles so hinhauen, dann würde ich da ganz einfach so mit schön mit Tische und so, ne? Hier dann rauskicken. Das Glas ist mir ein bisschen blau, aber naja, gut. Schon eine nice Sache. Und schon ist das Eisen weg. Puhutsch. So, das lasse ich aber dann normal, ne? Also. Und hier würde ich so ja auch wieder Glas machen, Boden und so. Joa, ne? Das könnte so ja schön werden. Und dann geht hinten raus weiter und dann kannst du hier ringsherum schön schauen. Weil wie gesagt, das Glas ist mir ein bisschen zu blau. Das ist, das wäre geiler, wenn es wirklich so ein bisschen durchsichtiger wäre. Also nicht... Wie jetzt noch mehr durchsichtig? Sollte nicht vorhanden sein?
Ich meinte halt so hier wegen Blau und so, Blauschimmer. Ein wenig mehr, weniger Blauschimmer. So rum. Gut. Das haben wir. Wie gesagt, ich drehe Pötte hingesetzt. Oder, naja, nee, 2, 3. Moment mal, ich hatte doch 3 vorher gehabt. Da bin ich mir fast sicher. Aber da das Mutagen, das Dings weg ist, das Zeug, werde ich das wohl benutzt haben. Hier ist ja auch noch was drin. Vielleicht kriegen wir doch noch eins wie Bäumchen. Aber gut, da Kürbis haben wir jetzt auch. Wieder. Gas krieg auch zusammen. Aber nee, ich brauche ja erstmal Mutagen, Villa. Muss ja erstmal Villa Pflänzchen herstellen, weil sonst ist ja nichts mehr. Aber Moment mal, ich habe doch jetzt 3 Töpfe gesetzt, aber ich hatte doch bloß 2 Pflanzen gehabt. So, da bin ich auch, Villa. Also, ich bin gerade ein bisschen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, die Plattform mit euch gebaut. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich 3. Achso, nee, da ist er auch. Habe ich doch auch hingesetzt. Ich habe doch Zeug für, also 3 Türme hergestellt. Ich habe jetzt den hingestellt, den. Aber ich finde den dritten nicht. Und da ich das Material nicht mehr habe, muss ich den ja gesetzt haben. Aber ich sehe hier überall Bäumchen. Was ich ja nicht sehen kann. Ich hatte ja bloß 2 Proben. Das ist natürlich wieder merkwürdig. War gut. So bin ich. Baue Sachen und dann suche ich so und dann finde ich sie nicht. Hier ist doch alles da. Da sind Bäumchen drin, da sind Bäumchen drin, da ist Bäumchen, da ist Bäumchen. Da, da, da. Aber ich denke, ich muss kicken, was wachsen tut und was nicht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ein Träumchen. Ist egal. Ist ja nie so schlimm. Auf jeden Fall, unser Index müsste steigen. Also, wenn das allzu fertig ist. So, dann müssten wir... Ich habe nicht so viel Eisen, wie ich brauche. Oder nietet hier weiter, denn? Bauen wir hier weiter. Aber das will ich hier oben, kommt auch noch Glas hin. Ist schon eine kleine... knuffige Base. Aber wie gesagt, mir fehlt jetzt das ganze Eisen. Hab nichts mehr. Gut, ich könnte jetzt noch mal ein paar Proben herstellen. Aber ich habe jetzt auch keine Algen mehr. Also rein theoretisch müsste ich hier unten noch ein paar Algen hinsetzen. Das ist mir zu... Oh, da ist ja schon wieder da. Und so viele Zeit wieder vergangen? Naja, gut, muss ja. Ich müsste eigentlich noch ein paar Algen setzen. Wenn ich groß ins Geschäft kommen will. Naja, gut. Wenn ich jetzt hier noch 2 rinsetze. Was kosten eigentlich diese Algenpötte? Da kicken wir gleich mal nach. Und ich setze mal erstmal 2 so ein Algenpötte oder 3. Gut, ich bräuchte die eigentlich bloß immer rechtzeitig abernten, ne? Ist auch, Nö, ich werde die jetzt setzen. Ich habe alle da. Also ich könnte die jetzt, und das werde ich jetzt auch tun. Dann könnten wir eh mal Tabula Rasa machen und dann ist es gut. Dann haben wir alle da. So, Klumpen. Check. Und war das andere? Die sind direkt vor der Nase. So, jetzt haben wir davon genug. Davon haben wir genug. Habe ich denn genug Magnesium mit bei? 2 Stück. Das ist jetzt nicht viel. Dann mache ich mal ein bisschen davon raus. Eigentechnischerweise. Ach, hier sind sie. Ich wusste doch, da fehlt ein Turm. Ja, recht gehabt.
Sturm gewesen. Und dadurch kam mir das so komisch vor. Da fehlt doch was. Das ist nicht das Problem. Das setzen wir mal schnell hin. Boah, ich ist schon die ganze Zeit hier rumgerannt. Das kann doch nicht sein. Ich habe 3 Türme gesetzt. Die muss doch irgendwo sein. Ja, jetzt weiß ich wo. Ich konnte ja nie weitermachen, deswegen. Gut. Bringt uns aber auch noch nie weiter, weil ich gar nicht weiß, wo ich das hinsetze. Wo soll ich denn das hinsetzen? Vor allen Dingen, ich habe ja noch keine Pflanzen. Die müssen ja erstmal Mutagen und so herstellen. Ups. Dann sollte ich erstmal Mutagen herstellen, ne? Bevor ich noch mehr eigenen Dinger pötteln setze. Ich glaube, ich setze das hier hin, ne? Hier ist noch ganz kahl. Oh. Jetzt haben wir alle 3 gesetzt. Oh, Alter. Das ist schlimm, wenn du den Komp hattest und dann nicht weißt, wo das ist. Wie gesagt, 20.000 Baustellen aufgemacht und dann passiert sowas. Na gut. Dann würde ich mal sagen, für das nächste Mal, also in der nächsten Folge werden wir noch ein paar Algenpötte aufsetzen. Dann werden wir ein paar Proben herstellen. Würde ich mal sagen, und dann müsste da langsam hier Fahrt aufnehmen. Also auf jeden Fall Biomasse müsste dann hochknallen, Sauerstoff müsste noch mehr hochknallen. Das sag ich doch. Jetzt bewegt sich auch Sauerstoff sichtbarer. Ach ja. Na gut. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Unterstützt mich damit. Und ich bin dann erstmal raus. Tschüss.